Moin sind Sie und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2 zusammen mit Jan. Der hat gerade keinen Bock, der. Sag mal so, das Let's Play ist gerade spontan. Wir wollen. Das übrigens, das werdet ihr auch noch sehen, was ich euch gerade gezeigt habe. Wir tryen den lieben Bubblehead Bob zum Tresor zu bringen, ja? Jetzt wetten jetzt schon nach den ersten 5 Sekunden habe ich direkt schon Dislikes, wie ich so gesprochen habe. Warte, complete first world bang, bla bla bla, unwichtig, unwichtig. Wo war jetzt das Achievement? Ich hab's gerade noch gehabt und wollte es euch zeigen. Man kann ja mal künstlich das Let's Play strecken, also in dem Sinne. Ja, der war hier du irgendwo. Du kannst den Scheiß auch rausschneiden und neu beginnen. Ah, hier ist es so. Beim Auftrag-Wipping bringt Bubblehead Bob zum Tresorraum. Schalte die Maske 18 und den Holzschaft für das Falkengewehr frei. Machen wir jetzt. Gut denn. Meine Fresse, warum so, war das so lange? Das ist die Frage. Warte mal, Escape-Plan so über den Bus-Stop, oder? Hack the vault level to block anyone from entering, then climb down through the shaft with the loot and sneak out via the sub-level. Carlo, C4-Tunneling, lower hole into an edgic building and lose the cops, then zipline the loot over to a dump truck. Was wollen wir machen? C4-Tunneling oder Bus-Stop? Wie gesagt, ich kann nichts sehen. Ich bin immer noch in einem langen Ladebildschirm. Keine Ahnung warum. Aber generell, wir haben jetzt ja die ganze Zeit bei der Flucht, haben wir ja den Busstop genommen, ne? Nehmen wir den jetzt auch? Natürlich benutzen wir dann den Bus. Ist besser und leichter. Okay. Also, wenn du Elevator benutzen möchtest, kannst du es meinetwegen machen, aber es ist halt doppelt so schwierig und das mit den Taschen wird. Eher ist die 4-Tunnel-Ding, hätte ich vielleicht noch überlegt, aber... Ist die Überlappung? Oh, entscheidend. Nee, komm, nehmen wir hier Busstop. Kostet okay. Sowieso 6 Favor und 100.000. Also ja, na, wenn du Interesse hast mitzuspielen, sagst du Bescheid, ne? Alter, gut, Leute, wir sehen uns sofort in der Mission wieder. Gut, Leute, wir sind zurück. Jan hat es geschafft, fertig zu laden. Das ist noch passiert, hätte ich persönlich nicht gedacht, aber weiter geht's. So. Alter, du brauchst auch nicht... Ja, ich weiß. Also, Bubblehead Bob hat ja... Denkt dran, Leute, Bubblehead Bob ist nicht dieser Kunde und auch nicht... Der kommt erst rein, du Spacken. Ach, der kommt erst noch. Ja. Noch nie den Trailer angesehen? Nein! Ja, dann solltest du es mal machen, ey. YouTube ist umsonst. Geh mal auf www.youtube.com. YouTube. Ja, halt einmal. Weil ich bin, wie gesagt, ich bin nicht mehr auf YouTube unterwegs. Ich bin eigentlich nur noch hier. Da ist das Bubblehead Bob? Nee. Nein. Sorry. Oh Gott. Sorry, ich hab den nur gesehen, hab direkt gedacht, da läuft einer rein, Bubblehead Bob. Das ist er auch nicht. Ja, Leute, also... Übrigens, das Achievement mit dem Schwein haben wir schon geholt, für alle, die es nicht wissen, wie das geht. Oben auf dem Dach kann man eine Zipline aufstellen, die führt dann rüber zum Kran. Den Kran betätigt man dreimal. Und dann braucht ihr einen Polizisten hier. Dann lasst ihr durch Knopfdrücken das Schwein, was ihr dadurch durch den Kran geholt habt, einfach runterfallen. Ja, endlich. Bubblehead Bob! Pausen, Dislikes. Eine Musiklehrerin wäre jetzt wahrscheinlich schon gemacht gefallen. Kein Wunder, dass ein Mensch deine Videos anschaut. Hä, das sind... Alter, ich habe immerhin 500... Nee, 410 Abonnenten. Glaube ich zumindest. Ich habe 2. Besser als du. Ja. Mathe-Genie, Alter. Und das... Weißt du, wer mich abonniert hat? Meine Mutter. Oh mein Gott. Warte mal, wo ist denn jetzt unser Sonnenschein? Hier, ne? Ja. Der hier. Würde ich sagen, Maske ab, oder? Ja, ja, nochmal los. Hallo, Sonnenschein. Ich hol ihn. Runter mit dir. Runter mit dir. Haha, hab ihn. Jetzt. Nope. Ja, fuck it, I never liked Plan A anyway. Alles klar. Gut, Sonnenschein, hier, ne, kommst du? Let's go, da hat er recht. Hallo! Junge, nein! Du bleibst... Weißt du, ist der Typ... Weißt du, Bubblehead Bob hat echt einen IQ wie Forrest Gump. Wenn ich sogar noch niedriger, denn der konnte wenigstens noch geradeaus laufen, ey. Na komm jetzt hier, Eier, Alter. Oh yeah, wir brauchen, oh yeah. Komm. Machst du oben schon alles bereit? Oder soll ich das machen? Ich mach das schnell. Mit dem Schwein, oder? Ja, ich mach das schnell mit Schwein. Aber wollen wir es probieren? Ja, von mir aus. Ja, natürlich.
Ja, wir haben es ja beide schon, aber in dem Sinne. Ich dann passe ich hier unten beim lieben Bubblehead Bob auf. Ey, mach das schnell. Mal los. Oh, der hat perfekt gestanden, ey. Ich muss mal schauen, dass ich es hinkriege, einen. Wobei, kannst du umdrehen? Weil ich glaube auf Master, oder? Ich weiß nicht, auf Master mein reviven kann er. Was? Hä? Verstehe jetzt gerade gar nicht, was du meinst. Wegen Gegner umdrehen. Oh. Bubblehead Bob chillt hier noch, das ist gut. Da unten? Hi. Hi. Nee, so, da unten werde ich gerade abgeknallt von zwei Polizisten mit einer Pistole. GG. Nein, nicht von einer Sniper, von einer Pistole. Mhm. Na egal, ich bleib hinten mit lieben Bubblehead Bob. Also sag Bescheid, wenn er Schwein in Position ist. So, der Typ, na hier, der zählt gerade die Risse der Fliesen. Bitte nicht stören, der ist beschäftigt. Warte mal, so lange werde ich mal kurz was einstellen. Während sich das Schwein bewegt? Jo. Jetzt kommt ihr. Weißt du, was ich sehr interessant finde? Ich habe ja jetzt mal umgefragt. Ich habe ja zwei in meiner Klasse, die meine Videos da wirklich aktiv und regelmäßig gucken. Und der eine, erinnerst du dich noch an das Golden Grin Video, was wir gemacht haben? Okay. Da habe ich dir doch von den beiden Typen erzählt, die wegen mir eine schlechte Zensur bekommen haben, ne? In Martin Anführungszeichen, zwei halt. So, das sind die beiden, die auch meine Videos regelmäßig gucken. Und der eine hat anscheinend da mein Video kommentiert. Und? Er meinte irgendwie so, ja, ich sei voll der Spast und weil ich ja überall in Anführungszeichen so scheiße sei, weil ich nirgendwo eine 1 habe, könnte man mich nirgendwo in die Scheiße reinreiten. Oh, der eine stand gerade sogar richtig gut. Ei. Hallo, wir haben das schon, das Achievement. Was, mit dem Schwein? Ja. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, einfach nochmal für die Zuschauer zeigen, wie es geht. Ja, wenn du schon einmal da oben bist. Bubblehead Bob hier hinten, ne? Das ist mein bester Freund, ne? Könnt ihr sehen, der Typ legt sich sogar flach für mich. Oh, Face-Sitting. So, die defenden da, die beiden KIs hier. Achso, falls ihr euch fragt, warum wir nur zu zweit spielen, wir haben eine sehr schmerzhafte... Achso, das Schwein kam übrigens gerade runter. Hat der liebe Jan runtergeschickt. Das hat man jetzt leider nicht gesehen im Video, aber auch gut. Jedenfalls, du holst ganz kurz mal, ne? Wow, au, au. Ja, ein bisschen geben sie mir schon mit, das muss ich schon sagen. Alter, die Shields sind meine Freunde, die mir auf die Mäuler geben. Gut. Okay, Bubblehead Bob ist auch noch da. Okay, einer vorbei. Also dieser Schwein könnte hier den Kran da oben ja hier runterholen. Da muss ich ja der Gegner dort befinden. Du machst das mit dem Server Room? Ja. Okay. Würde schneller gehen, wenn ich C4 hätte. Ja. Oder die Keycard. Also Leute, ich sag's euch, das Allerschlimmste ist mit irgendwelchen Randoms den Bubblehead Bob zu probieren zu eskortieren. Wir hatten den Bubblehead Bob kurz vorm Tresor, da hat der eine Typ gemeint, bei einem einzigen Gegner, der direkt neben Bubblehead Bob steht, den Flammenwerfer zu verwenden und 300 auf die Ratten was rausgaben. Gerosteter Hurensohn und gerosteter Bubblehead Bob. Yay, jetzt soll schon mal getasert werden. Yeah. Ja, ich komme. Jetzt noch dauern. Ja, ist ja kein Ding. Bin so glücklich. Ich find's echt enttäuschend, dass von allen Spielern, die sich Payday gekauft haben, nur 69% das Achievement haben, setzen die Maske auf. Das heißt ungefähr umgerechnet, dass ungefähr 30% der Spieler noch nicht mal richtig... Sie haben es im Inventar, aber sie spielen es nicht mal. Welchen Maske? Das allererste Achievement, was du in Payday bekommst, ist, dass du generell nur deine Maske aufsetzt bei der Erklärungsmission. Ja? So. Und das haben nur 69% der Spieler. Ja, aber die Maske sieht auch echt scheiße aus, ne? Alter! Ich treff den Sniper nicht. Jetzt aber, ey. Ja. Keine Keycard. Eine Geisel weniger. Aber egal, Bubblehead Bob chillt noch mit uns da hinten im
Reich der Lebende? Nein, tut er nicht. Bubblehead Bob? Ist er noch da? Nee. Wow. Den suche ich gerade. Jetzt da. Alter. Wo ist der? Hast du ihn noch? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, der ist weg. Jetzt seriously. Der ist wirklich weg. Ja, er ist weg. Ja, nice one. Ja, wir können neu starten. Scheiße. Gut, Leute, wir sehen uns gleich hier wieder, wenn die Tür hier offen ist und Bubblehead Bob auch mit bei uns ist. Nur mal kurze Zwischenbemerkung. Das hier ist Floyd, das Schwein. Das lass ihn halt runterfallen. Der muss halt da unten gerade im Kopf stehen. Für die, die das achieven wollen. Gut, Leute, aber das war es auch ganz kurz von mir. Wir sehen uns sofort wieder. Okay, Leute. Weiter geht's. Wir sind zurück nach einigen fehlerhaften Tries. Das Beste hat er sowieso verpasst, wo ich Bubblehead Bob mit der Granate in die Luft gesprengt habe. Das können wir bei Payday Fails mit reinmachen, aber... das cutte ich raus. So. Bubblehead Bob chillt hier mit uns rum. Hier haben wir den weg und das Shield pusht durch. Und ist wie üblich absolut nervig. Jan, hinter dir. Shield. Jo, jo. Kannst du dir mal kurz? Danke. Ich hasse die. Die haben teilweise... Warte, wie viel haben die? Die 1500 und der Captain 3000 auf Overkill. Als Relation, Leute, in Dota hat 5000. Wie lang noch? Noch? Ja, 1,30 passt. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Du rechts, ich links. Shield, Taser. Der einen Catch-Shot aushält. GG. Unser Bubblehead ist nicht gestorben. Ich glaube sowieso, wie man auf die Idee kommt, den Bubblehead Bob zu nennen. Der ist nicht mal im Ansatz ein Bubblehead. Aber auch gut. Was? Nix. Na, noch lebt. Er war tot. Da hatte ich gerade auch ganz kurz Angst, so wie du geklungen hast, aber... Nee, noch chillt er hier rum und kratzt sich gerade mit seinen Händen im Arschloch. Es ist offen, ich nehme Bubble Bear. Bob. Gut, dann nehme ich kurz die, nimm du ihn, ich bring die Teile weg. Alter, oben sind echt ein paar. Ja, es ist uns sogar tatsächlich egal, ob die jetzt einen Zivilien freilassen. Hauptsache nicht Bubblehead Bob. Okay. Können ja nicht. Ja, ich weiß. Lol. GG läuft ja erstmal rückwärts. Alter, Leute, ich sag's euch, die Bank auf Stealth, ey. Mein vollsten Respekt für die, die das auf Todesmut schaffen. Mit eingesicherten Taschen, wohlgemerkt. Gut. Da-da. Wow. Also gut, Leute, da wir jetzt sowieso nur noch verteidigen müssen, bis das Ding hier aufbricht und das sowieso gerade nur so eine Achievement-Sache ist, würde ich sagen, sehen wir uns wieder, sobald der Tresor offen ist. Ja, gut. Ja, ich repariere schon. Ich repariere schon. Ja, passt. Achso, wenn ihr euch schon fragt, warum ihr jetzt schon wieder da seid, ich will euch die letzten 2 Minuten dieser Farce nicht vorenthalten. Das hört sich verdächtig nach einem schwarzen Dozer an, was ich hier gerade gehört habe.
Also worauf ich gerade mega Hunger habe. Saran. Pizza? Chili Schokane. Boah, auf jeden, ey. Hammergeil. Ah, Chili con Carne ist echt hammergeil. Aber es muss auch schon richtig scharf sein. Meine Mutter macht mega scharf. Nice one. Okay, noch 45 Sekunden. Aber wenn es macht sich gut. Nein, Dozer aus. Was? Ja, der Dozer ist down. Ich find's süß, wie die zwei Shields den Taser beschützen. Hat den trotzdem nichts gebracht. Er ist jetzt trotzdem tot. Wie kann es sein, dass die Shields manchmal derartig agil sind, dass ich einfach nicht um die Runde rumkomme? Wow. Hat sich erledigt. Wow. Gut, vielleicht sollte ich in Überlegung ziehen, möglicherweise wieder zurückzukommen, da dann hier doch einiges an Gegnern rumrennt. 10 Sekunden. Dann komme ich. 3 Sekunden. Fertig. Bubblehead Bob! Pass auf, dass er nicht erschossen wird. Naja, ich bringe jetzt extra hier hin. So. Ich stelle mich hier schon extra vor dem, ich fange schon die Kugeln vor den ab, ja? Alles für dich, Bob! Nur für dich! Fuck, ich werde irgendwo... Ja, ja, ich sehe schon. Ja, oh, jetzt wäre ich weggeflasht. Ich auch. Egal, ich so. Bin wieder da. Bob! Auf geht's! Süßer, komm zu mir in den Wald! Los, los, los! Bitte Leute, schwärmt für Bubblehead Bob, so holt ihr euch dieses Achievement. Sag ich doch, das ist der richtige. Schau den Trailer. Der einzig echte. Also wenn du hier komplett Silence Drill hast, ist das Ding sogar easy. Zumindest, wenn du hier einmal hier bist. Was? Wie kann sich der Taser dahinter verstecken? Und... Cloaker. Cloaker ist gerade über mich drüber gejumpt. GG. Ja, ich bin jetzt habe ich... Und jetzt hat er mich totgeschlagen. Egal, ich komme. Aber ich glaube, jetzt bräuchte ich mal eine Health Station. Ich sehe nichts, dann wieder blind. Komm zu mir, hier. Bitte, Health Station, Mama. Danke. Gut, der ist repariert. Dann halte ich mich kurz auf und dann können wir auch fortfahren. Nee, wir müssen ja noch knacken. Das Knacken dauert nicht lange. Ja, mein. Sind die gerade. Nee, die sind nicht so mutant kaputt gegangen. Ja, du machst das schon draußen, ich loote. Ja, ich. Weißt du, ich hab so eine magische Anziehung auf den Drill, ich geh ran. Kaputt. Aber Leute, wir sehen uns gleich wieder, sobald das hier, ne? Ihr wisst schon. Vergesse, bevor ich jetzt hier ganz vergesse, wieder aufzunehmen, Leute, wir sind wieder da. So, aber geknackt, jetzt geht's raus hier. Ach so, warte mal, unser Teammate geht ja hier gleich in Custody. Oh. Das Shield. Und das Dozer. Ja, passt. Lass Kette machen, Jan. Wirf mal das Loot hier hin, wo ich stehe.
Ah, egal, ist nur Overkill, da kann man auch echt zu zweit easy durchpushen, muss man ehrlich sagen. Also sagst du ja, dass jetzt Plays gerade nicht gerade Konversations... Nein, das tust du nicht. Gehaltvoll, wollte ich sagen, genau. Ja, komm, gehaltvoll. Boah, nein! Ach du Scheiße. Ich dreh mich gerade. Ja, da habe ich mir schon gedacht. Uah. Alter, aus! You can thank me later. Gut. Ah, das Gold, scheiße. Oh, jetzt haben wir kurz Pause, dann wirft die Taschen damit hoch. Gut, von den gesicherten Taschen ja passt es eigentlich sogar relativ. Oh, immerhin, wir haben das Achievement für Bubble Lab Bot bekommen. Und das ist die Hauptsache. Und der Bus ist sowieso das Geilste. Okay, ab geht's. Also Leute, ich möchte sagen, kurz an dieser Stelle, wir haben jetzt für diese Bank, ich glaube, bis auf den Scheiß mit Todesmut eigentlich und halt die Stealth-Sachen, zumindest die Achievements alle geholt, oder? Ja, ja, passt. Rein die Kack hier. Und Bubblehead Bob, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Ja, wie geil der und weiter das Gold geworfen hat, GG. Ach so, ich glaube, das dürfte sogar mein Level zu Infamy 3 werden. Deswegen nehme ich das gleich nochmal auf. Woo! Nicely done, Alter. Das sage ich dir aber. Wobei, nee, ich glaube, das hat nicht ganz gereicht. Ja, nee, hat nicht ganz gereicht. Ah, noch einmal Hoxton, dann haben wir's. So dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich an dieser Stelle sagen. Bis dann, haut rein. Ciao.